So, jetzt ist der Kamera, jetzt ist es da. So, und jetzt legen wir mal ein bisschen an Sound zu. Das heißt also, du wirst jetzt bloß geistig folgen können, wenn du die Grundlagen hast für Holo Feeling. Und ich fange jetzt mal ganz einfach an, indem ich das Bild übertrage und dann hörst du einfach zu. Und dann schauen wir mal, was alles passiert, inwieweit du mir geistig folgen kannst. Und zwar unterhalten wir uns jetzt einmal über Buch. Von Rudolf Steiner, die Philosophie der Freiheit, die letzten Fragen, Konsequenzen des Monismus. Und zwar gehe ich darauf ein, weil in unserem Chat, den wir uns jetzt ausdenken, hier der Matten da einen Auszug reingestellt hat, einen längeren. Und ich muss jetzt immer wieder sagen, das Erste, was wichtig ist, du musst wissen, wer du bist. Das muss ich vorneweg stellen. Das heißt, du bist der Einzige, der immer ist und der sich das ausdenkt, was er selbst erlebt. Es muss ganz fest installiert sein. Ja. Dieser ständige Wechsel von Informationen in dir, die aus dir kommen und wieder in dir reinfallen und dass jeden neuer Gedanke, jede neue sinnlich wahrgenommene Information, die jetzt in dir auftaucht, Ja. verschwindet mit dem nächsten Gedanken. Es macht keinen Sinn. Und jetzt bitte ganz genau zuhören. Es ist ein Tipp. Ich gebe dir jetzt nur einen Tipp. Ich gebe keine Befehle. Es macht keinen Sinn, dass du irgendwelche Schriften lesen tust, bevor du Holofeeling nicht verstanden hast, weil du aus den Schriften immer bloß das herausliest, was du mit deinem momentan extrem limitierten Charakter in diese Worte hineininterpretierst und dann zu deinen Vorstellungen machst. Ja. Wenn du Holofeeling verstanden hast, passiert Folgendes. Ich habe dieses Thema kurz mit dem Redo angesprochen, diese Schrift, wo der Mattner reingestellt hat, aber das angeschaut hat, er sagt, er ist nur ein paar Zeilen Komma, dann hat er es weggemacht, weil ihm das alles viel zu verkopft ist. Ja, Im ging mir Normalen. genauso. Es ist alles voller Fallen. Mit Holofeeling kommst du auf eine tiefere Ebene. Ich blende jetzt einmal ein bisschen hoch. Und zwar ist es jetzt, es gibt von dieser Schrift viele verschiedene Ausführungen. Das ist jetzt die Zusatz, die Neuausgabe von 1918. Wir lesen da jetzt etwas rein, aber du wirst feststellen, dass es gar keinen Sinn macht, solange du Worte einseitig auslegst, wenn du die Grundlagen der Vordersprache nicht hast. Das heißt, Ja. die wirkliche Schöpfungslogik der Matrix. Das heißt, Ja. es geht schon mal los, wenn wir da unten jetzt hinschauen, die Konsequenzen des Monismus. Was verstehst du unter dem Wort Monismus? Was bedeutet es, was konsequent? Die Ja. Konsequenzen haben wir zuerst einmal Kon. Dann haben wir Se, wenn wir das hebraisieren, Ja. muss man jetzt wissen, als Sin He gelesen heißt es Lam. Genau, ja. La-MM heißt, diese Lichtschöpfung besteht immer oder aus zwei auseinandergeschmissenen MM. Jetzt kommt das Wort Que. In den letzten Selbstgesprächen bin ich auf das lateinische Wort Que eingegangen. Es wird immer ein Gedanke, ein Wellenberg, ich mache das nochmal so mit dem Kreis, wieder verbunden mit dem Vorhergehenden. Was letztendlich Wellenberg und Wellendal, die man sich zeitlich nacheinander stellt in den Sequenzen, eigentlich nur eins sind. Der Monismus im Lateinischen, Mono das eine, will ich jetzt nicht so auffächern, sondern wir schauen einmal, was das Wort Monismus als philosophische Lehre eigentlich bedeutet. Dazu gehen wir ganz kurz in Wikipedia, das habe ich jetzt schon mal hergestellt. Ja. Der Monismus ist die philosophische und metaphysische Position. Und es ist ja, sobald du eine Position einnimmst und du meinst, es gibt dann andere Positionen, bist du noch nicht im Mittelpunkt. Wenn Ja. alle Vorgänge und Phänomene der Welt auf ein einziges Grundprinzip zurückführen lassen, besteht jetzt schon der Geist zu einem wird zu einem Grundprinzip. Brücke reisiert heißt die Frucht. Ja. NZ, ganz interessant, wir müssen uns das jetzt alles, diese existierende Geburt ist immer intellektuelles Wissen. Ich lese es nur mal rot-blau. Das heißt, die Frucht, halt, Entschuldigung, verkehrt, die Frucht ist immer eine intellektuelle, dieses Brie ist immer ein NZ. Da müsste ich jetzt ganz kurz nochmal reingehen, ich habe da schon was hergestellt. Das ist jedes Wort für sich selber, jede kleine Radix, das ist ein Aggressionspolitiker, wenn du einseitig bist. Interessant, Ja. jetzt Feige, wichtigstes Wort habe ich. Ha ab, ich eine Erscheinung. Die Quintessenz, ab heißt ja aufblühen und dann habe ich eine Erscheinung. Und das ist Ja. eine existierende Geburt. Kannst Ja. folgen? Ja. Ja. Das ist auch ein unreiner Raubvogel. Diese Berechnung ist immer die Schöpfung einer aufgespannten Polarität.
Das ist ein bistabiles Hin- und Herschwingen, VO, das Kreisen des Bistabilis. Bistabil heißt, entweder ist nur hell da oder nur dunkel da und das ist die Welle, wobei das gleichzeitig da ist. Ja. Das trennt jetzt die Spreu vom Weizen, ob du die Grundlagen hast. Wir haben nur zwei Buchstaben aus einem Wort herausgenommen. Okay? Ja. Ein Prinzip, Grundprinzip, du merkst jetzt schon, ich sage ein Wort, was so ein 400-Seiten-Buch und da ist die ganze Geschichte. Da ist die ganze Geschichte drin, die in dem Artikel drin steht. Es ist wie ein Hologramm. Erinnere dich in einem Hologramm. Da, genau. Folgendes, wenn du ein Hologrammbild hast, ich sage jetzt mal wie ein Gruppenbild auf einer Hologrammplatte, dann ist es erst einmal wichtig, wenn du diese Hologrammplatte nimmst und du gehst ins Freie an das normale Außenlicht einer ausgedachten Sonne, dann siehst du nichts auf der Platte. Dann gehst du in ein dunkles Zimmer, nimmst eine punktförmige Lichtquelle, irgendeinen Punktstrahler, eine einzige LED-Lämpchen und strahlst das, diese Hologrammplatte an und dann siehst du ein dreidimensionales Bild. Vor dir. Dieses dreidimensionale Bild, sage ich jetzt schlichtweg und einfach einmal, das wäre eine Gruppenaufnahme, irgendwann ein Gesangsverein. Und jetzt passiert was Eigenartiges, wenn wir diese Hologrammplatte zerbrechen und ich schneide jetzt einmal genau die Stelle raus, wo ein Kopf ist. Und ich schaue mir das nur dieses eine Puzzlestück an, wirst du feststellen, dass auf diesem einen kleinen Puzzlestück, wo der Kopf war, wieder die ganze Gruppe drauf ist. Kleiner und unschärfer. Okay, ja. Das Prinzip des Hologramms ist bekannt, kannst du nachforschen. Das heißt, wenn ich eine normale, flache Fotografie nehme und ich schneide aus einem Gruppenbild den Kopf raus, habe ich das Puzzlestück nur den Kopf. Ja. Ist es eine Hologrammplatte? Und ich schneide genau dieses selbe Puzzlestück, wo der Kopf sich befindet, raus und ich betrachte das einzeln, unabhängig von den anderen, ist wieder die komplette Gruppe drauf, bloß kleiner und unschärfer. Das kann ich ständig wiederholen. Das ist das, was du am Mandelbrot auch siehst, einmal ganz, ganz kurz. Dass in jedem Teil alles enthalten ist, aber umso kleiner das Teil ist, das du als Ganzes definierst, es immer unschärfer wird, in Bezug auf das wirklich absolut Ganze. Gut. Das ist, in jedem Wort ist alles immer drinnen, du musst es nur mit diesem Prinzip entzippen. Der Monismus bezieht sich damit die Gegenposition, und das ist jetzt schon ein Monismus, der eine Gegenposition hat, nämlich in Dualismus, ist nicht der absolute Monismus, rot geschrieben. Darum ist es so wichtig, dass ich das Rot eingeführt habe, dass wir durchaus was denken können, aber wenn wir das Rot denken, wissen wir, dass das eigentlich nicht existieren kann. Zum Beispiel, wenn wir das Wort Nichts denken. Rot geschrieben, das absolute Nichts, ist nicht dieses gedachte Wort Nichts. Der Geist, den ich rot schreibe, ist nicht irgendein Geist, den du dir ausdenkst. Ein rot geschriebener Gott ist nicht ein ausgedachter Gott, weil alles Ausgedachte Existierende ist vergänglich. Das Rote ist ewig. Solange ich einen Monismus ausdenke, der eine Gegenposition hat, da steckt schon wieder das Gag drin, das Gall. Führt es in einen Dualismus, jetzt ist natürlich dual, bin ich ja oft darauf angegangen, ist unser Mittelpunkt. Okay? Ja. Jetzt schauen wir da mal kurz rein, der ontologische Dualismus, schauen wir, was wir jetzt da schon haben, die große, große Problematik unserer zwei angeblichen Kameras, die Licht von außen einfangen. Kannst du vergessen. Ja. Der Monismus ist dieser rote Kopf. Und in diesem roten Kopf, den du jetzt siehst, sind zwei Augen, zwei Becken. Und das sind zwei VR-Brillen. Und die werden von innen angesteuert, nicht von außen. Zweites Gebot halten, von außen kommt nichts. Ja, ja. Der ontologische Dualismus, da steckt der Materialismus schon drin. Die materialistische Vorstellungswelt werden Philosophenpositionen bezeichnet, die davon ausgehen, dass alles, was ist, diese Seinslehre, Ontologie heißt ja die Seinslehre, in zwei einander ausschließenden Arten von Entitäten oder Substanzen zerfällt. Diese Substanzen, da kommen wir gleich dazu. Und der Pluralismus bezeichnet die philosophische Position, die eine Vielzahl grundlegender, irreduzibler Ebenen. Das heißt also, das sind viele verschiedene Ebenen, die wir nicht zurückführen können auf ein Ganzes. Okay? Ja. Es ist aber, es gibt einen verbindenden Parameter für alles, was du dir ausdenkst. Das bist du selber. Aber sobald du dir das bewusst machst, dass ich ja
letztendlich nur das erlebe, was in mir als Information vorliegt, musst du dich jetzt fragen, wer denkt sich den jetzt aus? Weil in dem Moment wirst du ja selbst so einen Gedanken von dir. Ja. Das ist einmal der erste Schritt, was Solo Feeling von allen Lehren, wo du siehst, die hier zerbrochen sind, unterscheidet. Ja. Prinzipien annehmen. In der Religion, können wir jetzt auch wieder darauf eingehen, stehen monistische Lehren auf dem Pantheismus. Das ist also bezeichnet die Auffassung, dass Gott eins mit dem Kosmos, Kosmos heißt ja nur Ordnung, das göttliche Kosmos. Und der Natur ist, das Göttliche wird im Aufbau, AOB-Bau und in der Struktur des Universums gesehen, es existiert in allen Dingen und besät alle Dinge der Welt, Brandopfer, und ist mit der Welt identisch. Gott ist die Welt. Das ist schon mal der nächste große Problem. Ich sage jetzt, Gott ist 200 Gramm rote Gnede. Ken Ede. Die Basis ist das ewige Jetzt. Und wenn diese Gnede ihre Form verändert, ist jede Form, die die Gnede annimmt, nicht die Gnede. Das heißt, die Gnede ist nicht identisch mit der Form, weil die Gnede rot geschrieben, was immer sein das ist, und die Form ist, sind die Gedanken, wenn die auftauchen und sich ständig verändert. Das ist sein blau geschrieben, ist was Existierendes. Ja. Ich hoffe, du folgst meinen Gedanken, wenn nicht, hörst du es nochmal an. Und den Panentheismus, das ist jetzt hier eine Lehre, die die Auffassung bezeichnet, dass das eine in sich und durch sich auch das All sei. SE haben wir wieder unser Lamm. Das heißt mein Lamm, soll das separisieren. Sin He I heißt mein Lamm. La MM heißt, diese auseinandergeschmissene Schöpfung besteht immer aus 2 mm. Aber der eigentliche Schöpfer, das La jetzt gelesen, ist nicht existierend. Das ist die 200 Gramm rote Gnede. Ja, rot, genau. Bei BI gelesen im Nichts, späterer Autorin, wird der Terminus als die Bezeichnung für eine Auffassung gebraucht, nach der Gott die Welt immanent, also immer sein ist und so weiter und so weiter. Wir wollen uns nicht so weit verlieren, neu, die eine Gegenwart, eine Immanenz des Göttlichen in allen Erscheinungen der Welt sehe. Diese Gegenwart des Göttlichen, das nennt man im Hebräischen die Shekhinah, darum habe ich die hier schon hergesucht, dass wir nicht so lange eintippen müssen, das ist die Shekhinah in der hebräischen Lehre, ist die Gegenwart Gottes, der göttliche Geist. Shekhinah ist die Nähe oder die Präsenz Gottes oder Gottes Heimstätte. Gottes Haim, Stätte auf Erden. Erden ist erwecktes Urteilen. Erwecktes Wissen, die E, ihre Urteile. Bist dabei? Ja, bin dabei. Die N als Konsonant gelesen heißt, die erweckten Urteile. DE als 470 heißt Wissen. N am Ende heißt ihr Wissen in Bezug auf Frauen, auf logische Systeme. Ich will mich jetzt nicht so alt verlieren. Shekhinah bedeutet göttlicher Geist und die Gegenwart Gottes. Verbundene Art Gottes. Ja. Das ist letztendlich ein träumendes Gotteskind, das nicht träumt. Okay, und ja. Und sobald es Träumen anfängt, schmeißt es Gedankenwellen auf, wobei jede einzelne Gedankenwelle immer das Plus-Minus jetzt gleichzeitig verbunden ist, dadurch bleibt das Gotteskind nichts. Die 200 Gramm rote Gnede bleibt immer die 200 Gramm rote Gnede, egal welche Form sie annimmt. Und diese symbolischen Formen sind deine Informationen. Anfang von sinnlich wahrgenommener Materie bis hin zu feinstofflichen Ahnungen, wie wenn du jetzt denkst, ich habe jetzt Hunger, ich muss mal Brot machen, habe ich so oft gesagt, ist ein Reizauslöser da, nämlich das Gefühl von Hunger. Das ist auch eine Information. Okay, also dieser göttliche Geist, und die Gegenwart Gottes haben, das heißt der Sohn, den ewig pulsierendes Zentrum. Dieses pulsierende Zentrum, das ist dieses Dual, dieses Du bist ein Nichts, das sich aufspannt. In Wellenberg und Wellendal und wieder zusammenfällt, aber rein arithmetisch dabei immer nichts bleibt, immer 200 Gramm rote Gnede bleibt. Das heißt, sie haben dann das ewig pulsierende Zentrum dieser Reise, dieser Spiegel, La MM, ja. Erreicht, Reicht, indem sie das gesamte ewige Dasein abspielt. Okay, jetzt kann man da noch, übrigens Zentrum bedeutet der feste Schenkel, auf den Engel kommen wir noch, eines Zirkel, Zir heißt auf Hebräisch Zir, der Dreh- und Angelpunkt unter anderem, ist wie Gott. Der Witz ist, sobald wir uns einen Dreh- und Angelpunkt, da steckt der Engel schon mit drin, die Engel, die ihn umkreisen, die Geistesfunk, denk wieder an meine Wunderkatze,
wo Geisterfunken rausspritzen, die aber letztendlich nur was Ausgedachtes in dem ersten sind. Okay, Zer bedeutet auch gesandte Engel und die göttliche Tür, die Reihe als Dreh- und Angelpunkt. Aber auch Stachel. Die raumzeitige Erscheinung eines Brudergottes, der dann auch genommen wieder ein Engel ist. Jetzt ist es so, wenn ich jetzt sage, der Udo ist ein Engel, der dir von Gott gesandt wurde, um dich wach zu machen, ist es eine Verniedlichung, okay? Gut. Jetzt sind wir ganz kurz auf den Monismus eingegangen. Da können wir jetzt natürlich hier alles runterziehen, aber wir wollen ja letzten Endes hier weitermachen. Du meinst jetzt schon, ich war jetzt nur Konsequenzen des Monismus. Und glaub mir, es ist eigentlich nichts, was in den Wörtern drin steckt. Jetzt schauen wir mal, die Zusatz der Neuausgabe von 1918. Da machen wir jetzt einfach mal einen kleinen Trick. Wir gehen jetzt hier in den Pyramidenwertung geben 1918 ein. Wir wissen jetzt, das erste Mal 1,9 ist eine intellektuelle Spiegelung. Oder der göttliche Spiegel. Wenn wir es rot machen. Und 18 ist ja das Ich. Ja. Okay? Ja. Kann ich jetzt als göttliche Kollektion oder als intellektuelle Kollektion riesenlos bleiben? Ja. Wir schauen einfach mal den Pyramidenwert an, wieso ich jetzt gerade den Pyramidenwert nehme. Das ist eigentlich einmal, lass es stehen, ich denke mal was dabei. 1918, dieses göttlich gespiegelte Ich, und ich ließ sie hören und ich verkündigte, ich rief sie zusammen. Okay? Ich rufe meinen Geistesfunken mit meinen Ohrenbohrungen wieder zusammen. Ja. Als nächstes haben wir hier normal übersetzt, und aber in dem Israel. Und Israel. Wenn wir bewusst Josefs Geschichte in uns wiederholen, immer dran denken, die Märchengeschichten und die Sprichwörter sind das Wertvollste, was du, Geist, hast. Wenn du die Metaphern verstehst. Ja. Ja. Und du lebst in der Welt des Kaisers neuen Kleidern. Ihr Menschen, die ihr außen zu leben glaubt, die ihr glaubt, sterbliche Trockennasenaffen zu sein, aber in Wirklichkeit Geisteswungen von mir seid, Gotteskinder seid. Ihr seht, laufen Sachen, die ihr überhaupt nicht seht. Ihr seht die Interpretation in eurer anerzogenen Logik, aber nicht das, was wirklich hier und jetzt ist. Also, wenn wir Josefs Geschichte in uns wiederholen, so werden wir im Meer, die in dem Mittelpunkt sind, daran erinnert, dass dieser Satz, den schauen wir uns gleich genauer an, auch bedeutet, und Israel, das ist dieses Joschael, anders ausgesprochen heißt die Ehrlichkeit, die Geradheit Gottes. Lieb, dass du Wunder dessen, der über sich selbst hinausgeht. Also pass auf, du bist immer im Zentrum und sobald du zum Denken anfängst, schmeißt du Gedankenwellen auf und sagst, ich bin einer dieser Welt und dann geht dieser Wellen und dann gehst du über dich selbst hinaus. Aus die Allheit seiner Söhne, damit wir uns durch ihn ständig selbst erneuern und erleben können. Josef ist nur einer von 12 göttlichen Polarität aufblühen, aber Josef, also von 12 Brüdern, ist anders, denn er wendet. Doppelt aufgespannte Ende wird zur Zeit des Schicksals. Darum auch sein Shem, Namen, sein Dort, sein Wort. Ich soll noch weitergehen, es wird fortgesetzt werden, denn Sof bedeutet Schwelle. Und der wird der Fürst Gottes. Es ist jetzt sehr, sehr krass. Jetzt können wir aber ganz, ganz kurz, wir schauen uns mal, auf was für eine Stelle die sich bezieht. Und gehen wir ganz kurz in den Tenach rein. Das ist also hier bei 1 Mose 37 beginnt es. Das ist der Vers 3. Wir schauen uns mal nur, wir lesen das erste Mal auf Deutsch. Und Israel hatte Josef lieber als all seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er seines Alternierens, kannst du jetzt sagen. Ja. Okay. Und er machte ihm einen langen Leibrock. Ich könnte jetzt sagen, einen in die longitudinale ausgezogenen Leib. Ja, okay. Und als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, da hassten sie ihn und vermochten nicht, ihn zu grüßen. Und Josef hatte einen Traum. Und er teilte ihn seinen Brüdern mit und sie hassten ihn noch mehr. Und er sprach zu ihnen, höre doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Garben. Denk immer dran, die Garben binden ist Goma. Sodom und Gomorra. Ah ja. Auf dem Felde.
Das Fan Shada ist auch Shad, ist der Dämon. Mhm. Shadim, die weiblichen Brust. Das ja. ist eine Gedankenwelle. Auf der männlichen Brust, das ist Chasa, heißt im Geiste sehen. Ich spreche jetzt das nur an. Ja. Das hebräische Wort Chasa heißt Brust und im Geiste sehen. Und auf diese Brust legt sich jetzt eine Welle. Das ja. ist eine weibliche Brust, das sind die Shadim. Und Shada heißt Feld, weil das genau genommen eine Fläche ist, aus der was herausragt. Mhm. Ein Loch. Das ist ja auch unser L mit 70 geschrieben. Das hochgehoben wird und siehe, ja. meine Garbe richtet sich auf, wird zu Anogi. Ja. Und auch aufrecht stehen. Und ja. siehe, eure Garben kamen ringsum und verneigten sich vor meiner Garbe. Mm. Jetzt wollen wir das im Hebräischen natürlich entzippen. Schau, das ist jetzt dieser Satz, der hier steht. Mhm. Ich kann jetzt nochmal zurückgehen. Siehst du, das ist dieser Satz, den ich hier. Ja. Den kannst du auch anders lesen. Ich will dir jetzt da bloß einige Kleinigkeiten zeigen. Mhm. Das ist Israel. Wir machen das einmal, was man hier ganz kurz sofort liebte, den Josef. Schau, da musste ich schon mal anlangen. Sof, raumzeitliches ja. Wissen, wissen wir ja, ist zum einen einmal polare Ecken. Ja. Oder in Ecken. Immer nur sind der Spiegel, die du zwangsläufig, weil du noch ein Analogdenker bist, zu einer Shin-Welle, zu einer logischen Welle wird, wenn du das durchrasterst. Diese vielen Einzelbilder. Ja. Okay. Das hast auch ja. Der Eingang nicht nach innen, sondern der Eingang von dem Innersten in die Außenwelt. Mhm. Das ist, wenn du von Jordan gehst, hinabsteigst in deine Traumwelt. Ja. Gut? Ja. Dann kommt als nächstes dieses. Ich kann auch diese Schwelle intellektuell aufgespanntes raumzeitliches Wissen lesen. Blau. Mhm. Intellektuell aufgespanntes raumzeitliches Wissen von allem. Vom Ganzen. Von der Gesamtheit der Gänze. Okay? Ja. Was übrigens ganz interessant ist, das Ganze wird dann auch übersetzt als Behälter, Reservoir und Dank. Dank beginnt mit Dior, das heißt Wachraum. Okay, ist deine Existenz. Mhm. Dann kommt dieses schöne Wort. Das sind jetzt die Engel, die Söhne, die Nachkommen, die Söhne, vollkommen korrekt übersetzt, weil diese intellektuell aufgespannte, diese Ballon-Existenzen, die intellektuell aufgespannt waren, führen dich zwangsläufig, das ist als Suffix gelesen, seine Plural zu seinen Söhnen, ich kann auch zu seinen Ballon-Existenzen lesen, was wiederum die Schwellen sind. Mhm. Das heißt, deine Gedanken Kinder von dir. Ja, genau. Ja. Ich nehme das deutsche Wort Kind, dann hast du mal deine KI, deine künstliche Intelligenz wird zu einer existierenden Öffnung, das ist das Wort Kind blau gelesen. Ja. Die KI wird zu einer existierenden Öffnung und die ND wieder hebraisiert heißt auf- und abschwingen. Gespiegelt, DN ja. heißt urteilen, weil ja. du den Wellenberg und den Wellenberg auseinanderreißt. Ja, ja. Da haben wir jetzt schon die KI. Das heißt, denn weil du, okay, denn weil, darum, weil, sondern, absondern, du der mhm. Sohn des Alters bist, was sie hier seines Alters. Ja. Da schauen wir das ja. mal an, das wird übersetzt hier mit einem Kreisenalter. Schau, mhm. all, Gott wird zu einer Reihe, TR. Ja. All, dieser Mittelpunkt. All heißt jetzt erst einmal nichts. Das Nichts wird zu einer Reihe, zu einem Spiegelquintessenz. Ja, ja. Und dieser Geist des Spiegels, Gerei, wird jetzt alternieren anfangen. Mhm. Mhm. Okay? Ja. Und das wird dann der Führer von allen Menschen. Darum ist diese Radix, selektive, affine Existenz, eine selektive, aktive Existenz ist immer eine Gedankenwelle. Das heißt zuerst einmal, du wirst alt sein, du wirst ein Kreis, der Geist in ja. einem Spiegelraum, jetzt ja. ein Ausgedachter, von einer ja. polaren ja. Art. B-Art kann ich eine polare Art lesen. Ja. Okay? Ja, ja. Und jetzt kommt als nächstes, er, sie, ihm, jenes, derjenige, der jetzt zu ihm kommt mhm. und macht Esse, da haben wir unser Esse. Er macht, er tut, er macht mhm. zu ihm ein Linnenkleid.
L, das Licht ist innen. Innen. Okay, ja, ja. Das Kleid kannst du auch Koll wieder lesen. Alles ist alles. Das alles. Licht innen ist alles. Mhm. Und ich sage jetzt den Eid, ich mache jetzt, das Wort können wir ja wieder vielfältig machen, rot, blau und so weiter und so fort. Ich schwöre keinen Meineid. Das ist mein Tipp. Ja, ja. Schau, und dann kommt jetzt die Prachtkleider. Mit langen Ärmeln. Dieses Linnenkleid ist ein Prachtkleid mit langen Ärmeln. Aber da musst du schauen, da ist ein kleines, weil das PS, schau, ist unser gespiegeltes Sof. In Josef. Ja, okay. Pass auf, was jetzt passiert. Wir wissen, die Yom-Endung heißt ja, ist männlicher Plural. Mhm. Denk immer dran, ist die Zweiheitform, dieses Dualform. Ich sage nochmal, Ayin heißt Auge, ja. Ayinim sind die zwei Augen. Osen heißt Ohr, Osenim sind die zwei Ohren. Ja. Das haben wir im Deutschen nicht. Jetzt schauen wir mal das Bessel. Das kommt übrigens auch im Bessel vor. Das Wort Bessel, das ist die Form, die Formwertung. Schauen wir mal, was das heißt. Mhm. Das heißt eine Fläche. Mhm. Dann heißt ja, Bessim heißt zwei Flächen. Ja. Wenn wir uns gerade anschauen, das sind deine, das ist, dass diese zwei Flächen sind deine VR-Brille. Becken, ja. Mhm. Und die erzeugen jetzt das Licht innen. Ja. Erzeugt alles, was du hier mehr oder weniger mit deinem Eider wächst. Ja. Steht da wieder die ganze Geschichte drin oder steht sie nicht drin? Geschichte. So funktioniert. Ich habe jetzt übrigens von dem hier nur das 1918. Wow. Also gut, jetzt lesen wir mal normal weiter. Die Darstellung der die geöffneten Berechnungen dieses Buches ist aufgebaut auf einen Reihen geistig erlebbaren intuitiven Denken. Denken, geurteilte, das Fundament. Fundament, ja. Habe ich immer gesagt. Ja. F-Wunder, die Facetten, die als Wellen auftauchen, sind Mendior, sind Überlegungen und Lügen verbreiten. Ja. Sofort überprüfbar. Was bedeutet eigentlich intuitiv? Ja. Was verstehst du unter dem Wort intuitiv? Da können wir jetzt ganz kurz einmal in DWDS, weil das wichtig ist. Jeder meint, er wisst ja, was das bedeutet. Auf Intuition beruht. Intuition heißt eine Eingebung, ahnendes Erfassen, eine Erkenntnis ohne wissenschaftliche Einsicht. Jede Erkenntnis mit wissenschaftlicher Einsicht ist eine Lüge. Es ist ein logisches Konstrukt. Übrigens auch mit religiöser Einsicht. Weil wissenschaftliche Einsicht bezieht sich auf die Einsicht der Wissenschaft. Ja. Religiöse Einsicht bezieht sich auf diese eine Sicht der Religion, die glaubt, Einsicht zu haben. Okay. Die wirkliche Ayin-Sicht ist eine nicht existierende Sicht auf einen Mittelpunkt, der nicht gedacht werden kann, auf das eigene Ewige, auf den, der sich alles ausdenkt. Du bist etwas, was nicht gedacht werden kann. Wenn du das verstehst, der Geist, der mich jetzt sprechen hört, der sich alles ausdenkt, alles, zumindest was er unter alles versteht, seine Welt, dieser Geist, wenn du das verstanden hast, hast du Einsicht mit alle vorne geschrieben, eine nicht existierende Sicht auf dich selbst. Weil du selbst ja nicht denken kannst. Es kann gewusst werden, was du bist. Du bist eine wissenschaftliche Erkenntnis, ist keine Intuition. Es ist nachgeplapperter Schwamminhalt. Eine religiöse Erkenntnis ist eine Einsicht in Bezug auf meinen einen Schwamminhalt. Es ist aber nur ein Schwamminhalt von unendlich vielen Schwamminhalten. Ja. Okay. Ja. Das hier aus dem Bild das Erscheinen eines Bildes im Spiegel. Kind ist es. Und dieses im Kind ist im Spiegel. Dieser Spiegel wiederum, unser erster Spiegel, das ist jetzt der rote Spiegel. Der kann nicht gedacht werden. Ja. Ich sag nochmal, wenn du vorm Spiegel stehst, siehst du nur dich. Halt mal einen Spiegel vor einen Spiegel, schaust du zuerst einmal den anderen Spiegel an, wenn du da eine Spiegel bist. Ja. Jetzt kannst du dir den dritten denken in der Mitte. Den an der Wand, wo wir so oft gemacht haben. Aber sobald ja was Ausgedachtes wird, ist ja schon wieder was Ausgedachtes. Genau. Der Zustand des geistigen Schauens funktioniert nur mit Induktion, mit einer Eingebung aus sich selbst. Ja. Ja.
Das heißt daher in der scholastischen Philosophie durch wirklich geistreiches Schauen, nicht durch irgendein logisches Denken erworbene Erkenntnis. Ah, ja. Holofeeling ist reine Intuition. Wenn man Holofeeling verstanden hat, musst du wissen, dass jeder Gedanke aus dir entspringt und jeder Gedanke durch den nächsten Gedanken zerstört wird. Und jeden Gedanken kann man jetzt erst einmal einladen in einen Reizauslöser und in eine Selbstreaktion. Mit meinem derzeitigen Intellekt reagiere ich auf Gedanken mit deinem blauen Ich. Dein Intellekt verändert ständig die Form, so wie ein Spieler in einem Videospiel mit seinen Eingaben ständig seine Bilder auf dem Monitor verändert. Je nachdem, wie er seinen Joystick bewegt, wo er angeblich hinschaut, wo er hinläuft, wie er reagiert, was für Schublade er aufmacht in seinem imaginären Raum, verändern sich die Bilder. Okay? Ja. Das heißt, jetzt hier zeigt er mal ganz genau auf etwas hinsehen und etwas geistig betrachten. Geistig betrachtest du Dinge, wenn du auf die Metaebene gehst. Okay. Ja, super. Wir waren jetzt nur bei dem Wort Intuition. Wir haben da noch nicht mal hebraisiert oder so. Ich habe nur geschaut, was das bedeutet. Ja. Dass eine jegliche Wahrnehmung in die Wirklichkeit erkennend hineingestellt wird. Und da beginnt jetzt schon das Wort, das wirkende Licht wird nichts hineingestellt. Es befindet sich alles in dem wirkenden Licht. In diesem roten Ich ist der rote Kopf, das ist die Lampe im Projektor. Alles, was du dir drumherum ausdenkst, denk an diese Darstellung dieser vier Ichs. Ja. Aus dem Einfeld-Vortrag. Ja. Diese Zeichnung. Ja. Alles, was da ausgedacht wird, ist kein wirkliches Licht. Ja. Die Sonne ist kein wirkendes Licht, es ist eigentlich ein Schatten auf deiner Leinwand. Mhm. Alles Existierende ist nicht das wirkliche Licht. Und in dem wirkenden Licht spitzt sich alles ab, das ist der rote Kopf, der ist aber nicht denkbar. Ja. Sobald du dir wieder was denkst, sobald was existiert, ist es vergänglich, weil jeder Gedanke mit dem nächsten zerstört wird. Da kann ich auch mal sagen, hier, wenn wir jetzt in diese ganz klassischen weltlichen Probleme reingehen, dass Menschen sterben müssen und man will die möglichst lange am Leben erhalten, setze für Menschen einfach Gedanken, was sind die Menschen jetzt? Einfach nur Gedanken von dir, das hat nichts mit Grausamkeit zu tun, sondern mit Selbsterkenntnis. Stimmt. Okay. Es wird hineingestellt, so wie das hier geschrieben wird, meinen die die Wirklichkeit, die Wahrheiten. Du stellst das in deine wahrgenommenen Einheiten hinein. Ja, aber mehr genau. Hineingestellt in das wirkliche Licht. Das macht Holofeeling. Es sollte in dem Buche mehr nicht dargestellt werden, als sich von dem Erlebnis des intuitiven Denkens aus zu überschauen. Das heißt, überschau dich selbst, beobachte, was in dir abgeht. Aber du musst hier den Doppelschritt machen. Du musst in einen Bereich dich reinbewegen, der nicht mehr denkbar ist. Du musst der werden, der vor allem Ausgedachten steht. Immer dran denken, wenn wir uns jetzt einen Denker ausdenken, der mit ständig wechselnden Gedanken konfrontiert wird, die er sich selber denkt, ist dieser Denker, These, Antithese, auch schon wieder was Ausgedachtes. Wenn wir einen Gott uns ausdenken, der die Welt erschaffen hat, ist auch These und Antithese, beide sind Objekte, die von jemandem ausgedacht werden. Und sobald wir jetzt uns dem bewusst machen, der ja sich dieses Pärchen ausdenkt, zwischen These und Antithese, kommen wir gleich zum Subjekt. Ist der ja auch schon wieder was Ausgedachtes. Und dann können wir uns fragen, wer denkt sich den jetzt aus? Ja. Also ich denke jetzt an mich. Jetzt haben wir ja zwei Ichs. Erinnere dich, wie oft ich das wiederholt habe. Wer denkt sich diese zwei aus, dieses Ich, das an sich denkt? Muss ja einer da sein, der sich den ausdenkt. Richtig. Und sobald mir der bewusst wird als Information, muss ich fragen, wer denkt sich den jetzt aus? Ja, ich. Gut, ja. Jetzt gehst du die Himmelsleiter hoch, okay? Ja. Aber es soll auch geltend gemacht werden, welche Gedankengestaltung dieses erlebende Denken, dieses erlebte Denken erfordert. Es sind immer Gedankengestaltungen, sind Informationen. Ja. Und es ist das von dir erlebte Denken. Es wird niemals ein Gedanke von dir das Denken erleben. Er wird so sein, wie du denkst, dass er das empfindet. Wenn du Zahnschmerzen hast in Bezug auf den Körper, den du dir jetzt ausdenkst, denkst du dir dann, oh mein Zahn, der arme Zahn, der hat ja solche Schmerzen? Nein. Ich habe die Schmerzen. Richtig. Du bist der, der alles erlebt. Ja. Natürlich nicht
Lautsprecher, der jetzt Nein geschrieben hat oder dieses Pickelmännchen da klein unten in der Ecke, das nicht. Mhm. Und es erfordert, das ist im Erkenntnisvorgang. Das kleine Pickelmännchen unten in der Ecke, sobald du in einer Ecke drin sitzt, bist du nochmal im absoluten Zentrum. Ja, okay, ja. Okay, als in sich ruhendes Erlebnis nicht verleugnet werde, das in dir ruhende Erlebnis heißt, es ist unbewegt. Wenn wir von Bewegung reden, reden wir immer von irgendetwas, was sich von A nach B bewegt, und sobald sich was von A nach B zu bewegen scheint, spielt sich das aber immer in diesem absoluten Zentrum ab. Dass ich sage, es gibt keine Bewegung im klassischen ausgedachten Sinne in dir. Es beginnt hier und es endet hier und es beginnt jetzt und es endet jetzt. Es gibt weder eine räumliche Zeitspanne im Absoluten noch eine räumliche Zeitspanne noch eine zeitliche Zeitspanne, einen zeitlichen Raum, Zeitraum, können wir sagen. Es ist ein Traum mit ständig wechselnden Bildern. Und jetzt nehmen wir unser Monitorbild, wo sich nur die Helligkeiten von kleinen Geistesfunken, von kleinen Pixelchen ständig verändert in einer Form von heller und weniger hell. Und das als Arrangement eines Pixelbildes erzeugt die Illusion von Bewegung. Mm. Aber es bewegt sich dabei nichts von A nach B. Mm. Okay? Ja. Dass ihm die Fähigkeit nicht abgesprochen werde, zusammen mit der Wahrnehmung die Wirklichkeit zu erleben, statt diese erst zu suchen, in einer außerhalb dieses Erlebens liegenden und zu erschließenden Welt, der gegenüber die menschlichen Denkbetätigungen nur ein subjektives sei. Das Subjekt haben wir schon rot gelesen, haben wir hier. Bewusstsein ist eine verbundene Polarität, das ist unsere Nulllinie, das heilige Ganze. Und darauf baut sich jetzt eine raumzeitlich aufgespannte Polarität auf. Das sind eine Gedankenwellen, die zuerst einmal statisch so auseinandergehen. Und jetzt machst du ein Zeitfenster noch mit auf, wenn das Bittchen unten da ist. Und dann reißt du das Plus Minus auseinander. Das ist das Grundprinzip. Das, was ich dir jetzt erzähle, steht in den Zahlen im Hintergrund schon mit drin. Du siehst aber hier bloß immer eine Seite. Damit ist dem Denken das Element gekennzeichnet, durch das der Mensch in die Wirklichkeit sich geistig hineinlebt. Die Wirklichkeit sind die Welt deiner Wahrheiten. In das wirkende Licht musst du dich nicht hineinleben, du bist die Lampe im Projektor. Okay? Ja. Sich geistig hineinlebt. Du merkst, es wird von einem geistig, Geist ist immer das Zentrum von allem. Du kannst dich da nicht hineinleben. Ich sage, du kannst nicht das werden, was du schon bist. Ja. So. Und niemand sollte eigentlich diese auf das erlebte, denken gebaute Weltanschauung mit dem bloßen Rationalismus verwechseln. Jetzt kommt natürlich Rationalismus, die Welt der Berechnungen. Aber andererseits geht doch wohl aus dem ganzen Geiste dieser Darlegung hervor. Der ganze Geist, das macht erst dann Sinn, wenn wir das rot schreiben. Mhm. Und das fällt hier, dir nützt das alles nichts, du nahst dich in einem fort, du hast natürlich einen Grundcharakter. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel unseren Matten nehme, der hier einen kleinen Auszug reingestellt hat, der ist ja Philosophielehrer gewesen. Er strömt immer wieder in einseitige Auslegungen und kritisiert dann innerlich Holofeeling. Und er hätte die ganzen Probleme nicht, wenn er auf mich hört, studiere nur die Holo- und Badungsschriften. Ich meine, das ist nicht dogmatisch, nicht, dass die anderen nicht stimmen. Nee. Es bringt dir nichts, es ist Zeitverschwendung. Ja. Du ziehst rein chronologisch gedacht, subjektiv empfunden, mit deiner jetzigen Logik ziehst du dein eigenes Erwachen und deine Erlösung schiebst du nur vor dich her. Mhm. Ja. Solange du nicht Worte vollkommen auslegst, dieses wirkende Prinzip im Hintergrund verstanden hast. Ja. Und wenn du es dann verstanden hast und du liest in diesen Schriften rein, liest du ein paar Zeilen und schmunzelst und dann hörst du auf, weil dir das viel zu verkopft ist, weil du merkst, man kann das so einfach ausdrücken. Ja. Das geht nämlich. Schau, wenn ich jetzt da nochmal ganz kurz hochfahre. Ich habe das auch gerade so. Schau mal, da steht unten auf Seite 186 in dieser Aufgabe. In dieser Ausgabe. Ja, verschiedene Ausgaben mit verschiedenen Seitenzahlen. Wir können ja immer wieder was drauf machen. Schauen wir uns doch mal die 186 ganz einfach an. Wir wissen das ja. Wir machen jetzt erst einmal die 186, machen wir das Kopf. Da wissen wir, das ist erst einmal hier ein Buchstabe, das 19. Zeichen. Wie war das nochmal? 1918? Ja, das genau. Ich. Das ist ein Affen-Ich. Das heißt Ich und das heißt Affe.
Ich kann es natürlich auch rot lesen. Okay? Ja. Steht aber in erster Linie, jetzt hast du mal für eine Affinität. Ja. Affin aufgespanntes Wissen. Mhm. Ist auch immer ein unbewusster Adam. Weil Adam ist ja Denker und Ausgedachtes. Aber dieser Denker ist auch was Ausgedachtes im Adam. Ja. Genau. Ich mache jetzt das rot. Ja. Mit einem L hinten dran, dann wird es ein geistreicher Multiplikator. Blau gelesen wird es ein Ketzer, ein Ungläubiger. Für normale Menschen ist der Udo Petscher ein totaler Ketzer, ein Ungläubiger. Egal in welchen Glaubensgemeinschaft du bist, Holofeeling wird dir unlogisch erscheinen. Stimmt oder stimmt? Und ich kann dann immer wieder sagen, der Unterschied zwischen Holofeeling und deinem begrenzten Glauben ist, dass ich sage, du hast hundertprozentig recht. Ja. Aber nur ein bisschen. Genau. Weil alle Glaubenssysteme kleine Bastelstücke von Holofeeling sind. Systemrelevante ja. Parameter, die ich gar nicht vernichten will. Genau. Auch keine Erklärung, dass es nicht stimmt, was er sagt. Um das nochmal in Erinnerung zu rufen, wir machen einmal eine Kollektion in einer Küche und du schaust in die Küche rein und siehst dein Herd und sagst, das ist eine Küche. Du siehst schon wieder was, was du eigentlich gar nicht siehst. Obwohl im Hintergrund immer eine größere Kollektion ist, die bewusst werden kann, aber das weiß eben keiner. Mhm. Super. Wenn du dann hinten schaust, denkst du dann an deine Wohnung? Ich sage das, denkst du dann an die Küche als Ding an sich, wo der Herd ein Einzelteil ist? Denkst du an deine Wohnung, wo die Küche ein Einzelteil ist? Denkst du an die Straße oder an die Stadt, in der diese Wohnung, dieses Haus steht? Genauso ist Gott immer der Hintergrund für alles. Und so zerspringt es in unendlich viele affin aufgespannte Wissensfacetten. Okay? Das heißt, das hast du mal unten, wir machen das gleich einmal. Der rote Mensch, das ist der Adam. Der ist verbunden mit der göttlichen Weisheit, die sich in ihm selbst befindet. Der blaue, die wahrgenommene Affinität, der Affe, ein gespiegelt erscheinender Adamgeist, affine Erscheinung, Affe, ein Primat, MT, Tod. Lass die Toten ihre Toten begraben. Okay, der Enosch. Ist nur aufgespanntes Wissen, eine getrennt aufgespannte Facette, Face, eine Persona, ein Gesicht, als Persona, als Maske, ein Affengesicht mit einem speziellen Wissen. Ja, okay. Jetzt machen wir mal Folgendes, wir drehen das einfach mal gespiegelt um. Wir machen jetzt das Wissen wird zu einer aufgespannten Polarität. Affinität, Entschuldigung. Wir spiegeln das nur. Jetzt wirst du hier gewähren, gewinnen, herausziehen, hervorbringen, produzieren, Daumen wanken. Das heißt, im Hiefel, müssen wir jetzt auch wieder drauf eingehen, herausziehen, der Geist, Gewaff, wissen wir doch, heißt das Innere. Immer dran denken, der Bauch, die Eingeweiden, ist innen, rot geschrieben. Und der produziert all das, was er selber aus sich hervorbringt. Ja. Hervorbeginnt mit HR eine wahrgenommene Berechnung. Wahrgenommen, ja. Erweckt. HR heißt der Berg, den ja. du vor dir aufrast. Bistabil ja. erweckt ist das Äußere, BR. Aber jetzt ist dieses in deinem Geist als geistige Existenz. Ich hoffe, du kannst jetzt so einigermaßen mitfolgen. Du müsstest es eigentlich schon können. Gut? Ja. Du merkst jetzt, wir müssen ja gar nicht weit lesen, du musst es gar nicht weiter lesen. Wenn du einen Satz, denk an mein Beispiel mit dem Hologramm. Ich sage, wenn du einen Satz von mir verstanden hast, und ja. das ist kein intellektueller Akt, wenn du verstanden hast, was du bist, ja. ich erkläre dir, was du bist, hast du vor nichts und niemandem, der in dir auftaucht, Angst, schon gar nicht vor einer Zukunft oder vor einer ausgedachten Vergangenheit. In der Vergangenheit war nie was und in der Zukunft wird nie was passieren. Hast du das verstanden? Hast du verstanden, dass ich sage, es macht keinen Sinn, irgendwas Existierendes, das in dir jetzt auftaucht, egal ob als Gedanke oder als auf der VR-Brille als sinnlich wahrgenommene Information, das am Leben erhalten zu wollen? Hast du das verstanden? Wenn du es verstanden hast, hast du mich verstanden. Und wenn du mich verstanden hast, hast du dich selbst verstanden, weil ich der bin, der sich alles ausdenkt. Also du musst ich werden, ich bin du. Gut? Gut. Da gehen wir jetzt runter. Das ist also hier, fahren wir da nochmal schnell rein. Damit ist in dem Denken das Element gekennzeichnet, durch das der Mensch in die Wirklichkeit sich geistig hineinlebt.
immer dran denken, in dem Kontext müsste er eigentlich in seine eigenen Wahrheiten sich geistig hineinlebt. Und niemand sollte eigentlich diese auf das erlebte Denken gebaute Weltanschauung mit einem bloßen Rationalismus verwechseln, mit Berechnungen. Doch, sind nur Berechnungen. Aber andererseits geht doch wohl aus dem ganzen Geiste, aus dem Heiligen Geiste, diese Darlegung hervor. BR, Generationen. Immer wieder diese geöffneten Berechnungen. HR, der Berg vor dir, bis dann das Tal. Wenn ich jetzt das wieder symbolisch als einen Wasserberg, ausgedachtes blaues Wassersee, bist du VR stabil, bist du dieser Berg, wenn vor dir ist, bist du das Teal. Du bist der immer seiende Gott. Praktisch das dazugehört, das eigentlich nichts ist. Das ist übrigens ganz nebenbei hier, wenn wir das machen, der Geist Gottes, rot geschrieben. Teal heißt das immerseiende Nichts, der immerseiende Gott. Dann können wir das natürlich dann spiegeln. Dann wird der Berg rot, das heißt immer wachten Geist und dann haben wir ein erscheinendes Licht. Wie man die 16 Seiten denken. Es ist rein arithmetisch, wenn man das versteht. Und wenn du jetzt sagst, oh, da komme ich nicht mit, bist du halt noch sehr unreif. Ganz nebenbei, 13 und 13 ist 26. 16 Seiten. Oh. Pyramidenwert 16. Okay. Ne? Oh. Oh. Kann ich noch einiges drauflegen? Ja, das glaube ich. Also im ganzen Geist ist die Idee, dass das Wahrnehmungselement für die menschliche Erkenntnis eine Wirklichkeitsbestimmung, eine Wahrheitsbestimmung immer. Ich habe so oft darauf hingewiesen, dass in den meisten philosophischen Schriften zuerst einmal die Wahrnehmung, die Wahrheit und die Wirklichkeit verwechselt wird. Ich kann beides rot machen und beides blau machen, aber wenn ich jetzt rein auf der ersten Ebene bleibe, ist etwas, was ich wahrnehme, was anders wie das wirkende Licht. Ja. Die Wirklichkeit, wie ich das immer mache. Ja. Erst erhält, wenn es im Denken ergriffen wird. Das heißt, du kannst definitiv erst, wenn du was wahrnimmst, im Denken, geurteilte Fundament, die geurteilte Basis, Kenntnisbasis, Fundament, ergriffen wird. Außer dem Denken kann die Kennzeichnung als Wirklichkeit nicht liegen. Die Wahrheiten müssen immer im Denken liegen. Und die Wirklichkeit als Ding an sich ist rot, das wirkende Licht, die Lampe im Projektor, die wir uns jetzt ausdenken, ist rot. Ja. Also darf nicht etwas vorgestellt werden, das die sinnliche Art des Wahrnehmens die einzige Wirklichkeit verbirgt. Du merkst, es ist so verkopft. Wenn man muss das erst einmal sortieren in einen Kontext, wie ich das jetzt auslege. Ich kann mir das natürlich anders denken, dass der jetzt hier zum Beispiel sich für Wirklichkeit immer die Wahrheit denkt und so weiter und so weiter. Und das wird dann also, wenn man hier runter zoomt, wird es natürlich noch wesentlich krasser. Das ist dann sehr interessant. Da kommt dann eigentlich schon ein bisschen Holofeeling mit rein. Einwendungen, die mir gleich nach dem Erscheinen dieses Buches von philosophischer Seite her gemacht worden sind. Ich habe auch das schöne Büchchen hier, Holofeeling für Neugierige, die Kritik an Holofeeling, die löst sich in Luft auf. Hier sieht es nicht so aus. Veranlasse mich, die folgenden kurzen Ausführungen dieser Neuausgabe hinzuzufügen. Ich kann mir gut denken, dass es Leser gibt, die für den übrigen Inhalt dieses Buches Interesse haben. Das kannst du vergessen, ein ausgedachter Leser ist ein Gedanke in deinem Kopf, der schon wieder weg ist. Da ist volles raumzeitliches Denken im Hintergrund. Ein nicht gedachter Gedanke kann nichts lesen und selbst wenn du dir einen Leser jetzt ausdenkst und den dabei beobachtest, wie er was liest, ist es nur eine Information. Ja. Dieser Gedanke Leser, der jetzt existiert, weil du ihn denkst, als Ding an sich nimmt nichts wahr und er spürt nichts und er kann auch nichts machen. Genau. Ja. Holofeeling geht weit über dieses unbewusste raumzeitliche Denken hinaus. Ja. Und was ein Leser, der jetzt für mich eigentlich in seinem blauen Kopf, den ich mir ausdenke, nur eine Kiste ist, was da wirklich abläuft, das wird das sein, was ich mir hinausdenke. Das ist das, was denken dann die Leute von mir, die Medim, die gestaltgewordenen Erscheinungen des Meeres, dass ich selbst bin. Was denken meine Wellen von mir? Meinst du, das Meer fragt sich, was sich die Wellen von ihm selbst denken? Nein. Jede Welle als Kopf gedacht wird das denken, jeder Leser wird das denken, was du denkst, dass sie denken. Ja. Und wenn ich mir denke, dass die für den übrigen Inhalt dieses Buches Interesse haben, inneres Sein haben,
dann ist in der Kiste Leser, die ich jetzt symbolisch als Kiste nehme, das im Inneren esse sein, was ich mir in diesen Leser hineindenke. Ja. Das folgt jetzt eine Ihnen überflüssiges und fernliegendes abstraktes Begriffsgespinst ansehen. Ja, wenn ich mir denke, dass Holofeeling für viele ein fernliegendes, vollkommen überflüssiges, abstraktes Begriffsgespinst ist mit der Vordersprache, ist es dann für die, wo ich mir jetzt denke, dass die so denken, ist es dann für die so? Es ist für mich so, weil ich mir denke, dass es für die so ist. Weil jeden, den ich mir ausdenke, der wird so sein, wie ich ihn mir denke, und er ist nur, wenn ich ihn denke. Ja. Die ist voller Materialismus und raumzeitliches Denken im Hintergrund. Ja. Das sind so die Höchstphasenschriften eines Rudolf Steiner. Und immer dran denken, der Rudolf, da steckt das Wort Udo mit drin, das ist ein rudimentärer, ein noch sehr grob gerasterter Geist. Und SD, das bewusst immer Seiende, SD rot geschrieben, ist einer. Er heißt wortwörtlich ein nicht existierender Wachter. Der von dir ausgedachte Udo, was der dir jetzt erzählt, der ist jetzt ein Gedanke von dir. Ich kann immer wieder sagen, was ist jetzt Information? Das hast du mal ständig wechselnde Geräusche, die du Stimme nennst. Da denkst du dir jetzt an Lautsprecher. Du kannst das kleine Pixelmännchen da unten in der Ecke, was in einer Ecke sitzt, ist nicht der absolute Mittelpunkt. Du bist wesentlich mehr absoluter Mittelpunkt. Du Geist, der du uns jetzt alle ausdenkst, auch dich selbst, blau gelesen. Du bist mehr Mittelpunkt wie dieses kleine Pixelmännchen da unten in seiner Ecke. Und alles, was Figuren in deinem Traum dir erklären, wenn du jetzt akzeptierst, dass du träumst, die können dir nur das erklären in deinem Traum, was du träumst. Das heißt, ich mache mich nicht groß, ich mache mich klein als Udo. Weil ich weiß, die Kleinsten werden die Größten sein und letzten Endes weiß ich, dass ich du bin. Ich bin doch der, der sich alles ausdenkt. Also erkläre ich mir alles immer nur selber. Das ist der Kern von Holofeeling. Und da kannst du jegliche Form von weltlicher Religion, Esoterik oder Philosophie, selbst ein Steiner, einer der Guten, wenn ich Weinreb immer sage, wie schwärme ich von dem Weinreb? Aber nur, wenn ich Weinreb, wenn ich das jüdische, arithmetische System im Denach interessiert. Aber was bringt dir das, wenn du das kennst? Macht dich das dann als Brösel glücklicher? Als Brösel, wenn du dich... Was in deiner jetzigen Form als Brösel, was verändert sich an deinem Leben, wenn du Weinreb in- und auswendig kennst? Gar nichts. Nichts? Nichts Essentielles. Was, wenn du Steiner? Steiners Philosophie, die ist voller Feindbilder. Auch wenn die permanent reden von Liebe. Oder gehen die OZK in Ivo Sasek seine Lehren. Sind alles immer nur Sekten. Der nimmt es sehr wörtlich auf der einen Seite, dass wir, ich liebe alles, ich liebe alle Religionen und ist nur am Streiten und am Verteidigen. Es ist ein Grause und Konzert, jetzt ausgedachterweise blaues Grause. Da ist im Kopf, ich muss alles lieben, ich muss alles lieben, wieso rechtfertigt das sich laufen? Immer wieder muss was nachgeschossen werden, immer wieder mit den Medienanstalten über seine OZK und so weiter herziehen. Zieh dich doch einfach zurück, zieh dich aus dem System raus. Die Nichtse kommen in den Himmel, nicht die, die meinen, die müssen die Welt retten. Allein innerhalb der philosophischen Weltbetrachtung tauchen Probleme auf. Philosoph, Sub. Sub. Philos ist die Liebe. Sub. Das ist Sub, ist die sophische, Sub ist die Weisheit. Die Weisheit. Der Sub. Quintessenz und dann das Hintere machen wir ischen, machen wir blau. Schlafen und etwas vor sich hinträumen. Alternieren. Tauchen Probleme. DA heißt Wachraum. Das ist deine Traumwelt. Probleme auf. Das ist Pro. Jetzt jedes Wort, wie gesagt, jedes Wort wird eine Riesengeschichte auf. Die mehr im G-Wissen vorurteilen. Das ist das blaue G. Gehirnwissen. Ja. Erzeugt Vorurteile. Einseitig. Der Denker geurteile Kor. Als im naturgemäßen Gang jedes menschlichen Denkens selbst ihren Ursprung haben. Was sonst in diesem Buche behandelt ist, das scheint mir eine Aufgabe zu sein, die jeden Menschen angeht. Es gibt nur einen Adam. Ja, da haben wir es wieder.
Immer Das wieder. Enosch geht es überhaupt nichts an. Enosch kommen und Ja. gehen. Du musst da keine Gedanken machen über Enosch. Jetzt wird ja so in der Corona-Krise, wird so unheimlich hier, dass so viele Alte in die Altersheime, die ratzt jetzt alle weg. Ich habe absichtlich gesagt, ratzt alle weg. Ratz ist Läufer, RZ. Die laufen jetzt alle ganz schnell ins Himmelreich. Die hole ich alle heim. Weißt du, wie viele von diesen Menschen eigentlich, dass die weg waren und konnten nicht weg sein? Ich habe die heimgeholt. Die ganzen Alten mit 92 von Corona genesen, das ist eine arme Sau. Die muss noch ein bisschen da sein. Aber was ist es letztendlich? Was sind die ganzen jetzt, die alten Menschen in den Heimen jetzt durch Corona sterben, durch den Heiligenschein? Sie werden heimgeholt. Es ist endlich zu Ende, dieser Scheißkampf in dem Leben, der Überlebenskampf. Ich habe dir jetzt nur die positive Seite zu deiner oberflächlich einseitigen oder deiner negativen Seite gesagt. Ich könnte jetzt als nur wieder sagen, meine Mutti, die ist mittlerweile so weit, dass sie sich hingibt, aber die wird was drum geben, wenn sie gehen kann. Die will einfach weg, die hat genug. Das Buch jetzt langweilig. Verstehst du, jetzt langweilt's langsam. Ich mache Ja. den Menschen in den Altersheimen ein Geschenk und alle, oh, so schlimm, ist das nicht schlimm? Aber nur die, die nicht loslassen können. Ich zeige dir nur die andere Seite. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn du weißt, dass jeder ausgedachte Mensch, jeder Trockennasenaffe als Existierendes in deinem roten Kopf eh schon wieder heimgeht, wenn du ihn nicht mehr denkst? Das gilt auch für deinen eigenen jetzt ausgedachten Körper. Du kriegst gar nicht mit, wenn sich was auflöst als Geist. Das Problem ist, dass er sehr hartnäckig immer wieder auftaucht, weil du noch einen Haufen zu lernen hast. Habe ich auch schon sehr oft wiederholt. Der nach Klarheit ringt in Bezug auf das Wesen des Menschen. Der blaue Mensch, was ist das eigentliche Wesen des Menschen? Das Wesen ist, dass er immer ist. Und der Mensch, den Enosch, das sterbliche Säugetier, bloß wenn er dran denkt. Und dessen Verhältnis zur Welt, das ist das polare Randopfer. Das Äußere musst du von Augenblick zu Augenblick opfern, dass so was Neues kommt. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn du der Gnede immer wieder dieselben Formen gibst, die genau genommen immer nur dieselbe Gnede sind, aber nur die gleichen Formen? Wenn du an die dir lieb gewordenen Äffchen denkst, die du ständig wiederholst in deinem Traum, sind es nur die gleichen Menschen, aber nicht derselbe Geist. Dasselbe bist du, du selbst. Ja. Unendlich viele Variationen. Das Folgende aber ist mehr ein Problem, das Vorgelegte von dem gewissen Philosophen fordern, dass es behandelt werde. Was ist eigentlich eine Behandlung? Will ich was gesund machen oder will ich es heil machen? Genau. Gute Wenn Frage. von den in diesem Buche dargestellten Dingen die Rede ist, weil diese Philosophen sich durch die Vorstellungsart gewisse nicht allgemein vorhandene Schwierigkeiten gehen Affen haben. Die Schwierigkeiten, die du hast, sind die Affen, die du dir ausdenkst, weil du meinst, die müssen irgendwie sein. Ich habe so oft darauf hingewiesen, wenn du durch einen Zoo gehst, jetzt ganz normal durch einen Zoo raumzeitlich gedacht, du hast nicht im geringsten das Bedürfnis, irgendeins dieser Tierchen verändern zu wollen. Jedes dieser Kreaturen ist so, wie Gott sie geschaffen hat, mit den Möglichkeiten oder Nichtmöglichkeiten, was die Kreatur hergibt. Einige können fliegen, einige können ständig unter Wasser bleiben, wenn du ins Aquarium reinschaust. Die Ja. Fische, die Ichthys. Die Ja. Ichthys können unter Wasser leben. Immer. Ichthys können im Meer leben. Ja. Die Vögel, das Geschwingel, das taucht auf, wird aber irgendwann einmal wieder abstürzen. Muss alles, was hochfliegt, muss wieder nach unten. Ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Okay, des Geschaffenen. Also du hast kein Bedürfnis, irgendeins von mir erschaffenen Kreaturen verändern zu wollen. Aber es gibt die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Das sind die Trockennasenaffen, die nicht in Käfigen sind, sondern in den Fußgängerwegen in dem Zoo rumlaufen. Die normalen Menschen, die wirst du alle verändern. Aber diese Charaktere, die Protagonisten, sind doch genauso nur Protagonisten in deinem Traum. Ich habe noch nie versucht, irgendeinen von mir ausgedachten Menschen zu verändern. Weißt du wieso? Weil jeder Einzelne genauso ist, wie ich ihn mir ausdenke. Jeder muss die Rolle spielen, die letztendlich am Ende ich spiele. Aber mit Freude. Mir macht es so viel Spaß, in Krause zu spielen. Den Hannibal Lecter, wenn ich sage. Was natürlich jetzt wieder sehr vorsichtig ist, wenn du hinter der Maske des Krause steckst, musst du wirklich volles Bewusstsein haben, weil sonst bläht sich bloß wieder die Hybris auf. Ich habe es ja verstanden. Geht man,
ganz an solchen Problemen vorbei, so sind dann gewisse Persönlichkeiten schnell mit dem Vorwurf des Dilettantismus. Das muss dir so wurscht sein, was irgendwelche Masken sagen, wenn du das durchschaut hast. Dergleichen bei Hand. Die gehen mir am Arsch vorbei, sage ich als Udo. Meine Ja. Kritiker gehen mir am Arsch vorbei, das sind aufgeblasene Egos. Die haben nicht verstanden, was ich eigentlich mache, dass ich sie erhebe, nicht irgendein Udo Petscher. Ja. Ich erhebe ständig den, der sich selbst und die Welt ausdenkt. Diesen Denker erhebe ich, aber nicht irgendeinen Gedanken von dir. Und es entsteht die Meinung. Deine Meinung ist eine Anderung. Ist ein Schwamminhalt, als ob der Verfasser einer Darstellung wie der in diesem Buch gegebene mit Ansichten sich nicht auseinandergesetzt hätte, die er in dem Buche selbst nicht besprochen hat. Es ist immer noch auch diese Auseinandersetzungen eines rudimentären Udo, eines Rudolf Steiner, der wirklich nicht darauf hinweist, dass dieses ST, dieses Bewusstsein, das Immersein ist, dass das ein Er ist, ein nicht existierender Wachter ist. Es ist ein Unterschied, ob ich von etwas Nichtdenkbaren spreche, von etwas Nicht-Existierenden spreche oder ob ich wirklich weiß, was es ist. Das bin ich. Ich bin etwas, was nicht als Ding an sich existieren kann. So viel zum Thema Dien Ge, das Gesetz des Geistes. Hebräisch. Jetzt können wir dann nochmal weiter. Ich will jetzt da ganz kurz nochmal, wenn runterfahren, pass auf, wie weit dann diese Betrachtungen gehen. Da ist eigentlich schon, mal schauen, wo das kommt. Hier, in einer Abhandlung. Jetzt geht natürlich wieder dieses Rezitieren los. Die letzten Fragen der Erkenntnistheorie der Metaphysik. Schauen wir mal, was da drin steht. Wird meine Philosophie der Freiheit in der philosophischen Gedankenrichtung eingereiht, die sich als ein erkenntnistheoretischer Monismus stützt? Das ist das Schöne an Philosophen, dass jeder Philosoph, was er dir erzählt, der philosophiert eigentlich nicht, sondern der Philosophen hier mehr oder weniger einmal behauptet oder gesagt oder entdeckt haben. Und dann wird dieses Wissen wieder einsortiert in kleine Kästchen. Den Überbegriff, wo ich immer wieder sage, ich sortiere irgendein Wissen in ein Buch ein, die Bücher sortiere ich in Bücherregale ein und die Bücherregale sortiere ich in irgendeine bestimmte Bibliothek ein. Da sind wir in unsere Kategorien. Gemäß der Vorstellungsart, welche sich in den genannten Aufsätze zum Ausdruck bringt, gibt es nur drei mögliche erkenntnistheoretische Standpunkte. Siehst du, nur drei. D3. Wenn ich das natürlich lese, nur dass das vier Spiegel sind und dass das die Generationen Ei mit 70 gelesen eines Trümmerhaufens darstellen, beziehungsweise die Generationen eines Nichtes oder ein geschlossener Kopf, der nichts ist. Ich habe jetzt Möglichkeiten durchgespielt, wenn man diese Worte rot-blau liest, diese Buchstaben rot-blau interpretieren. Es sind ja alles Interpretationen. Okay? Entweder man bleibt auf dem naiven Standpunkt stehen, welche die wahrgenommenen Erscheinungen als wirkliche streichen wir wieder, muss als wahrgenommene Dinge außer dem menschlichen Bewusstsein nehmen. Du merkst, wirkliche Dinge, das Wort wirkend ist hier überhaupt nicht richtig. Aber wir können ja durchaus das auch blau lesen, dann haben wir doppelt aufgespannte intellektuelle Berechnung. Okay? Aber diese doppelt aufgespannte intellektuelle Berechnung ist eigentlich genau genommen immer nur einseitig betrachtet. Da müssen wir statt wir, müssten wir für schreiben. Virtuell. Weil du entweder jetzt hell siehst oder dunkel siehst. Du nimmst ja, sobald sich was aufspannt, zur Zeit, zur vorn gewordene Zeit. Zeit ist heißt auch augenblickliche Erscheinung. Die 400, das hebräische Wort für Zeit. Zur Zeit. Und wiederum, das hebräische Wort Zeit heißt eine augenblickliche Erscheinung. Und das ist zu Form werden. ZOR, die Geburt einer aufgespannten Berechnung. Das bedeutet zur Zeit. Außer dem menschlichen Bewusstsein. Es gibt kein außerhalb des menschlichen Bewusstseins. Es gibt ein Halb außen, dazu gehört aber das Halb innen. Nimm das menschliche Bewusstsein ist die Nulllinie. Und der Weltberg ist halb außen und das Nichts ist innen. Das ist das Weltall. Und genau genommen ist diese Linie dann wieder ein Punkt. Mit einer Peripherie. Das ist meine 200 Gramm rote Knete. Dann fällt es einem an kritischer Erkenntnis. Man sehe nicht ein, dass man mit seinem Bewusstsein halt doch nur in dem eigenen Bewusstsein sei. Man durchschaue nicht, dass man es nicht mit einem Tisch an sich, Tisch,
eine gespiegelte oder eine erscheinende Gestaltwerdung hebräisiert, an sich zu tun habe, sondern der nur mit dem eigenen Bewusstseinsobjekt. Ganz schlichtweg und einfach gesehen, alle Materialisten, das ist der Materialismus, die sehen einfach, die sind in dem hundertprozentig sicher, die wähnen sich, da steckt der Wahn mit drin, die wähnen sich in dem Glauben, dass ein Gedanke, den du denkst oder ein Bild, das auf deiner Verabrede aufschaut, auch dann da außen existiert, wenn du nicht mehr hinschaust, und das ist für die hundertprozentig sicher. Dass jetzt eine Erdkugel, die du dir denkst, auch dann da ist, da außen, wenn du nicht an sie denkst. Das hat mit hundertprozentig sicher nicht. Und darum habe ich zigfach immer mehr wieder darauf hingewiesen, dass das, was Holofeeling dir erklärt, hundertprozentig sicher von jedem Kind in den Elementaraussagen hier und jetzt sofort auf der Stelle ohne großes intellektuelles Wissen überprüfbar ist. Und dass alles, was religiöse, esoterisch Gesinnte und allen voran die Naturwissenschaft glaubt, logische Konstrukte darstellen, die man vom Hörensagen kennt und nur vorgestellt werden können, ja. Wenn du das auf deinem Programm drauf hast, das ist meine Computermetapher. Und der das nie gehört hat, kommt gar nicht auf die Idee, sich das auszudenken und sich das vorzustellen. Geschweige denn zu glauben, das existiert aus, noch wenn ich nicht dran denke. Genau. Dein Wissen ist das Maß aller Dinge. Ja. Jetzt denk einmal in deinen Geschichtsbüchern, Bücher, die Märchengeschichte, wo wir uns jetzt trocken lassen auf den Menschen ausdenken, die glauben, sie sind auf einer Scheibe und der Galilei kommt und sagt, das ist eine Kugel. So ein unsinniger Blödsinn. Von der Scheibenlogik aus gesehen. Ja, genauso reagieren die Leute, wenn jetzt einer sagt, das ist eine Hohlkugel oder nur ein Traum oder eine Matrix. Die können nicht loslassen und die werden in ihrer eigenen Welt untergehen. Und dann natürlich als Geist, wenn du bist, immer wieder wiederholen, ins tausendjährige Feuer geschmissen. Tausend sind unendlich viel. Okay? Sondern nur ein Bewusstseinsobjekt. Sobald du was denkst, ist es ein Objekt, etwas anschautes in deinem Bewusstsein. Das ist hundertprozentig sicher. Wenn es keine Information ist, siehst du es nicht. Das muss, ich sage selbst, dein Glaube schreibt dir vor, du kannst erst mal sehen, wenn es eine Information in dir geworden ist. Diesbezüglich existiert auch kein Gehirn, wenn du an kein Gehirn denkst. Und ich sage, wenn man jetzt materialistisch sagt, ist natürlich das Gehirn immer da, aber es muss in dem Gehirn angekommen sein. Und ich sage dann immer, wer schaut sich das jetzt an, was in dem Gehirn drin ist? Schaut sich das Gehirn selber an, das nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Genau, ja. Wer auf diesem Standpunkt bleibt oder durch irgendwelche Erwägungen zu ihm wieder zurückkehrt, ist ein naiver Realist. Er ist eine vergängliche Information. Punkt. Des Überlebens, des ewigen Überlebens gar nicht wert. Er ist ein Gedanke. Er ist eine Information, die vergänglich ist. Allein dieser Standpunkt sei eben unmöglich. Weil das, was zu existieren anfängt, eine Gedankenwelt ist und die in der Ebene nicht möglich ist. Ja. Stimmt oder stimmt? Stimmt. Ich kann natürlich expen, ist aufgespannte Existenz. Und das ist gestaltgewordener Geist, MG, Magie. Ja. Ist dabei? Einfach ja. Voll. Man muss nur Rot-Blau lesen. Ich sage, du müsstest nur die 22 Zeichen in Rot-Blau, dann könntest du einen Großteil schon mitverfolgen und das ist das Einzige, was du auswendig lernen musst. Lächerliche 22 Symbole in Rot-Blau. Denn er verkennt, dass das Bewusstsein nur seine eigenen Bewusstseinsobjekte habe. Ein Bewusstsein. Jetzt ist das natürlich schon wieder ein ausgedachtes Bewusstsein. Das ist ein Fehler von dem Rudolf, von dem rudimentären Udo. Dass du mal begreifen musst, dass selbst wenn ich an Bewusstsein denke, ich schon wieder an was denke, eine Vorstellung von etwas habe, das eigentlich gar nicht gedacht werden kann. Okay? Ja. Oder man durchschaue diesen Sachverhalt und gestehe sich ihm voll ein. Dann werde man zunächst transzendaler Idealist. Das ist natürlich ein ganz interessantes Wort, die transzendentalen Idealisten, das ist aus dem deutschen Idealismus. Ich sage jetzt bloß, wenn wir da ein bisschen reingehen, da steckt zum Beispiel das Wort Tendal drin. Zahn. Tendal. Ich sage dann immer wieder, was hat da der Zahn damit zu tun? Weil Tendal in der Sprachumformung ist ja Tendal, der Dentist ist ja der Zahnarzt. Der führt uns wieder zu unserem Shin, das jetzt erweckt wird. Die Logik. Logos. Okay. Wir kennen natürlich auch den Geurteilten, die geöffnete Existenz ist eine erscheinende Schöpfung, die auch ist der Wachraum. Und das ist Leertus, eine auseinandergeschmissene Berechnung. Du merkst jetzt jedes Wort, wenn ich es auch auf 400 Seiten buche, da steckt die ganze Geschichte mit drin.
Idealist, immer dran denken, griechisches Wort Idea heißt definitiv hier eine Gestalt, eine Form, eine innere Erscheinung. Kannst in jedem altgriechischen Wörterbuch nachschauen. Betonung liegt auf eine innere Erscheinung. Man müsse dann aber ablehnen, dass von einem Ding an sich jemals etwas im menschlichen Bewusstsein auftreten könne. Genau so ist es. Man müsste das dann ja ablehnen. Das Ding an sich ist das dann mal, das Urding an sich ist UB und der kann als Dinge, als das Gesetz des Geistes nicht selber in Erscheinung treten, ohne sich zu einer vergänglichen Erscheinung zu machen. Der Preis der Ewigkeit ist der, dass es nicht existieren kann. Ewigkeit kann nicht existieren. Es kann der Gedanke Ewigkeit existieren. Aber diese Vorstellung von Ewigkeit existiert dann nur, solange du dir das vorstellst. Dadurch entgehe man aber nicht dem absoluten Illusionismus. Die Illusion, habe ich schon gesagt, Gott verbindet sich zur Raumzeit. Ion heißt in Bewegung gesetztes Sein. Jetzt bist du in der Welt dieser bewegten Vorstellungen, die du zwar immer nur hier und jetzt denkst, aber in eine Bewegung setzt in Raum und Zeit. Wenn man nur konsequent kommt, sind die zusammengeschmissenen Sequenzen, quer immer dran denken, vorher, nachher. Genug dazu sei. Denn es verwandelt sich einem die Welt, der man gegenübersteht. Nein, die Welt steht dir gegenüber, über dir. Und sie steht. Sie bewegt sich nicht durch Raum und Zeit. Es ist dieses Projizieren in eine bloße Summe von Bewusstseinsobjekten. Und zwar nur von Objekten des eigenen Bewusstseins. Und das Subjekt, das dazugehörige, du als Denker, als träumender Geist, bist in dem Moment, wo du den Doppelschritt machst, auch ein Objekt. Weil du dir ja plus und minus gleichzeitig und ausgedachtes Träumen, Geist und Trauminformation gleichzeitig ausdenkst. Der sich das jetzt ausdenkt, ist in dem Moment aber auch schon wieder ein Objekt. Da kann dann wieder einer dazu, ein Gegenteil. Haben wir so oft gemacht, die Aufstufung der X. Gehe ich jetzt nicht drauf ein. Kann man alles nachschauen in Selbstgesprächen, in Filmvariationen durchgedacht. Auch die anderen Menschen mit ihm sei man dann absurderweise gezwungen, nur als im eigenen Bewusstseinsinhalt allein ein Wesen zu denken. Das hat nichts mit gezwungen sein, es ist so. Wenn sich die von dir ausgedachten Affen nicht in deinem Bewusstsein befinden, befinden sie sich immer noch in dir, aber im Heiligen Ganzen, im innersten Zentrum von allem. Ja. Es bläht sich nur eine Peripherie auf, die immer wieder in sich zusammenflutet. Denk an das schöne Beispiel, da gehe ich dann nochmal drauf ein, wenn ich dran denke mit meinem Ballon. Ball. Ein möglicher Standpunkt sein und der dritte, der transzendale Realismus. Jetzt merkst du, das sind alles philosophische Strömungen, das sind Sackgassen. Einseitigkeiten im Widerspruch zu anderen Denken stehen. Dieser nimmt an, es gebe Dinge an sich, aber das Bewusstsein kann in keiner Weise im unmittelbaren Erleben mit ihnen zu tun haben. Das ist ein Blödsinn. Die Dinge an sich, mit denen dein Bewusstsein nicht zu tun haben kann, ist das Bewusstsein selbst. Du kannst dir nicht selbst in deine eigenen Augen sehen. Das ist ein Sprichwort. Du kannst nicht mit etwas zu tun haben, was du selbst bist. Das erfordert ja schon wieder eine Spaltung in das bin ich und das bin ich nicht. Damit ist die Frage auch schon wieder beantwortet. Geistreich gedacht. Sie bewirken jenseits des menschlichen Bewusstseins auf eine Art, die nicht ins Bewusstsein fällt, dass in diesen die Bewusstseinsobjekte auftreten. Das ist jetzt das, wo Redo sagt, ich will das gar nicht mal lesen, das ist so verkopft. Ja. Ich kann mich daran erinnern, da ist mein Michael Kubbelmeier bei mir und dann habe ich Jaspers. Dann soll ich mir lesen jetzt einmal Jaspers zwei Seiten. Und das ist, klingt, wenn man da neugierig ist und sich reinlegt, alles so gigantisch. Der hat dann auch gestaunt und sagt, es ist absolut irre, wie kompliziert man was ausdenken kann. Das kannst du in einem Satz ausdrücken. Das sagst du in einem Satz und jedes Kind versteht es. Ja. Und dann haben die ja keine Existenzberechtigung mehr. Die Verkopftheit musst du nicht bewundern. Fang an, das, was du selbst bist, zu bewundern. Da steckt dann die Wunde auch mit drin, weil du dich laufend selbst in Stücke schlägst, ohne dass das wehtut. Dadurch erlebst du was. Du erlebst Schmerz. Wenn das Wort Schmerz für dich wieder bloß negativ ist, bist du schon wieder einseitig. Schau am RS.
Und ich sage dann immer wieder, und wenn du das M, die Gestalt, rausmachst, dann weißt du, um was es sich geht. Um die Pointe, um den eigentlichen Punkt, um den sich alles dreht, im Witz. Die Welt ist ein Witz. Und du hast die Pointe, den Punkt, der entspringt, der du selbst bist. Oh, wow. Man kann auch diese Dinge an sich nur durch Schlussfolgern aus dem allein erlebten, aber eben bloß vorgestellten Bewusstseinsinhalt kommen. Ja, und da geht es dann jetzt immer wieder weiter, was dann über die schöne Spielereien sind. Warte mal, ich will ganz kurz nur eins machen. Jetzt pass auf. Dann lassen wir es gut sein. Wenn drei Personen an einem Tisch sitzen, Tisch, immer dran denken, gespiegelte Gestaltwertung sitzen. Wie viele Exemplare des Tisches sind vorhanden? Wer antwortet eins, ist ein naiver Realist. Da ist ja nur ein Tisch. Wer antwortet drei, ist transzendal in der List. Der sagt nämlich, in den drei Köpfen sind drei verschiedene Perspektiven von den Tischen drin. Denk an mein Beispiel. Ich gehe aber da nicht weiter. Wer aber antwortet vier, der ist transzendaler Realist, weil er sagt, ich denke mir drei Köpfe aus, wo drei Perspektiven vor den Tischen drin sind, wo ich eigentlich der über der Tasse bin, ich bin der vierte rot geschrieben. Bist dabei? Bin dabei. Aber ja. Der vierte rot geschrieben ist immer noch was Ausgedachtes. Genau genommen bist du der fünfte, die Quintessenz im Zentrum, in der sich aus dem die 1-4er Struktur entspringt. Jetzt bist du im Zentrum des Einheitskreises. Es ist dabei allerdings vorausgesetzt, dass man so ungleichartig ist wie den einen Tisch als Ding an sich und die drei Tische als Wahrnehmungsobjekte in den drei Bewusstseinen. Es gibt keine drei Bewusstseine. Es ist schon wieder, dass ich mir in die Köpfe von jemandem Bewusstsein reindenke und ein ausgedachtes Bewusstsein ist kein Bewusstsein. Richtig. Das ist der Schlüssel. Ich muss wissen, was ich bin. Ich muss wissen, was Bewusstsein ist, was Geist ist, was Ewigkeit ist. Dann weiß ich, was ich bin. Und dann bist du ich. Und das bist du schon als winzige Facette. Aber nicht als das, was du zu sein glaubst. Unter die gemeinsame Exempt, du merkst jetzt, wo die Falle liegt, ich hoffe. Ja. Das ist all das, dieses verkopfte Denken, sich schon die Zeit zu verschwenden, das zu lesen, außer so zu lesen, wie wir jetzt das machen. Du hast unendlich viel Spaß, die ganzen Philosophen, die Wissenschaften zu lesen, aber erst wenn du die Vordersprache verstehst und das Schmunzeln jetzt im Hintergrund kriegst, meist sind das Deppen. Was sollten die denn sonst sein? Es sind Gedanken von dir. Ja. Ein Gedanke ist eine vergängliche Erscheinung, es ist einfach nur Information, als Ding an sich dumm. Du, MM, du bist es als zwei Gestaltwertungen, als Denker und Ausgedachtes. Okay? Super. Da kann man jetzt natürlich noch wesentlich weitergehen, wenn man jetzt zum Beispiel bloß schon wieder hier reinfahren in unseren Reihe, die Freiheit. Die Frage ist ja, was ist die Freiheit? Aber ich lasse jetzt das gut sein, wir machen das jetzt einmal weg. Ich glaube, das wird der Kopf jetzt eher ein bisschen rauchen, der rote Kopf. Der wird ruachen, etwas geistlicher werden. Ja. Das, ich meine doch, das ist nicht böse. Das klingt immer die sofortige Reaktion eines Menschen, wenn ich sage, studiere die Ohrenbohrungen, hör dir Selbstgespräche an, bis dir das Blut aus den Ohren rausläuft. Weil erst wenn du die Grundlagen hast, kannst du diese Schriften verstehen als Führerscheinprüfungsbogen. Wir haben jetzt das vervollkommnet, was wir gelesen. Ja. Und ich sage ja nicht, jetzt immer dran denken, es ist fehlerhaft. All diese Schriften sind fehlerhaft. Die Schrift als Ding an sich selber nicht, weil ich jetzt immer die Seiten dazu gedacht habe, die diese von mir bewusst ausgedachte Rudolf Steiner, der ich ja auch selber bin. Wenn du alle Rollen spielst. Oder der Weinrieb, der ich ja auch selber bin. Aber nur in Fachgebieten. Das ist ja jetzt schon ein ganzheitlicheres Denken. Was dann die Schüler, die Sekte, die daraus entspringen, ob das die Steinerianer sind oder die Weinrebanhänger sind, da könnte ich dir so viele Geschichten davon erzählen. Die wollen alle von Holophilie nichts wissen. Weil die alle so gescheit sind. Schon die Tatsache, dass sie mit irgendeinem Wissen, wo sie von vornherein schon sagen, das brauchen wir nicht, das ist eh falsch. Dass sie sich dadurch entheiligen. Das wirst du bei Holofeeling nie hören. Ich sage, du brauchst alles, was in dir auftaucht. Das sind systemrelevante Parameter für deine Heiligkeit. Es sind Facetten von dir selbst. Und das wirst nur du spielen. Nur du alleine bist der Einzige, der überbleibt. Nicht irgendein ausgedachter Mensch.
Das musst du innerlich akzeptieren, ohne dabei in einen Größenwahn zu verfallen in Bezug auf deine Person. Ich habe alles verstanden. Weil dann wird nämlich eine Veränderung auch in deinem Verhalten eintreten. Wenn ich jetzt den Krause nehme, der nimmt das ja immer, ich sage, ich bin auch der Krause. Aber der, wo er meint, dass er es schon verstanden hat, kann er nicht sein, sonst wird er nicht immer wieder verteidigend reagieren, wenn einer was reinschreibt. Er wird nicht immer so viel Geschwätz raushauen. Er wird einmal ein wenig disziplinierter, nicht nur sonst Slang reden. Marion sagt immer, der mit seiner Comicsprache. Nimmt er sich dazu die Freiheit? Ich habe lang und breit erklärt, was du als Freiheit definierst, zwingt dir deine Logik auf. Das führt uns jetzt wirklich, worin liegt eigentlich die Freiheit des Menschen? Dann sage ich dir, der blaue Mensch hat überhaupt keine Freiheit, geschweige denn eine ausgedachte Person, das ist ein Dasein-Müssen. Die Freiheit von dir, Gotteskind, von dir Geistesfunk, besteht darin, dass du die Freiheit hättest, Informationen von dir einfach auftauchen zu lassen, mit einem Lächeln zu quittieren und wieder reinfallen zu lassen, ohne dass du in einer Personifizierung darauf reagierst mit deinem Programm. Du hättest die Freiheit, dein einseitiges Werden überwinden zu können, indem du dich selbst zum Beobachter dieses Programms machst und schaust, wie dieses Ding, das du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, wertet und urteilt und was es sich damit ständig einhandelt. Spiegelbilder, Gegenreaktionen. Bezi macht was, Krause macht was. Bezi macht was, Krause macht was. Ich bin der Bezi und ich bin der Krause. Und ich stehe und schmunzel, wie die Schattenboxen machen. Sobald ein Angreifer entsteht, Ja. entsteht ein Verteidiger. Ja. Du solltest weder der Angreifer noch der Verteidiger sein, sondern der über den zwei und sich dieses ständigen Wechsel, dieses Bing-Bong, dieses Ja. Hin und Her beobachtet und das ein Schauspiel, ein Film anschaut. Und da wirst du die Freiheit des Fra, das ist ja die Frage und die Freiheit in der FRE-FRA. Wir haben hin, können wir hin, ganz einfach das austauschen. Und dann wirst du feststellen, dass du hier, zuerst einmal, ich muss da ganz kurz nochmal einschalten. Weil wir haben das erste Mal in der Freiheit, wir machen das erste Mal dieses Spiel. BR ist ja der Stier. Das raumzeitliche Stier. Ne? Ja. S-Tier ist ein raumzeitliches Tier. Das ist natürlich die Weisheit im Kopf, wenn wir es rot machen. Und das Wissen einer Berechnung, das ist dein Ich, mehr oder weniger. Dasselbe hast du auch mit Esel. Als A hinten dran. Schau, da steckt jetzt das A schon mit hinten dran. Wenn ich das Fra schreibe, heißt das Wirklesen. Das heißt, dieses verbundene göttliche Licht, das geschlossen ist, wird geöffnet zu einem Esel. Das hebräische Wort für Esel ist übrigens Kema. Dasselbe Wort heißt Materie. Erdbecher, das Material. Der Ton, aus dem der Stoff, der Ton, alles geformt ist. Einfach nur ein Vieh. Stoff, Material, Erdbech. Das ist schon erweckt. Eine erweckte Öffnung ist immer Pech. Fällt was. Du hast Pech. Kema ist nun rein zufällig der Grundstoff, aus dem ich UB in der Genesis symbolisch den Körper des Menschen gemacht haben. Er ist ein Wilder. Machen wir mal das Fra. Mit der 70, das ist übrigens die Radix vom Pharao. Darum hast du es hier, Pogrome veranstalten, Ausschreitungen begehen. Wir haben natürlich immer Plus-Minus-Charaktere, immer dran denken. Ja. Auch eine Schuld begleichen. Das ist natürlich ganz interessant, die Schulöffnung. LD heißt Gebären. Shi'u, Schwa, gelesen, also Shin, Waf, Shin'u heißt Ja. nichts. Und die Lichtöffnung heißt Gebären. Das steckt im Wort Illet, im hebräischen Wort für Kind drin. Jetzt haben Ja. wir hier B gleichen, geistige Leichen. Ja. Diese geistigen Leichen, sobald du immer wieder sagst, du bist immer derselbe Geist, immer mehr derselbe Geist, die 200 Gramm rote Knete. Und immer wenn du an deinen Körper denkst, dann bist du derselbe Geist, aber nur der gleiche, G-gleiche Körper. Und das Gleichen ist immer mit Gall, das ist eine Welle, eine neue Welle, die in dir auftaucht. Du wirst jedes Mal von Augenblick zu Augenblick erschaffst du dich neu. Meinst aber immer, du bist derselbe Körper, weil du den Unterschied zwischen dem Geist und seinem
Dieses Fra mit 70 gelesen heißt Unruhe stiften, Ausschreitungen begehen, unser Fragebogen. Mhm. Können wir das natürlich auch dann hinten mit einem He hinmachen, da haben wir auch das H, kann man H hin dran setzen. Du kommst aus dem Kortex nicht rauch, das ist jetzt Stier, darum heißt es Q. Mhm. E macht die Wörter auch weiblich. Okay? Mhm. Was natürlich interessant ist, weil wenn das Stier hast, das raumzeitliche Tier und das He als Suffix gelesen heißt, ihr raumzeitliches Tier. Ja. Ist ja immer das Weibliche. Das ist jetzt ja fruchtbar. Das ist, da kommst du jetzt in die Matrix. Und das vermehrt sich wie die Mandelbrotfraktale, die wir hier im Chat erst gehabt haben. Mhm. Darum steckt da auch immer wieder hier, beachte Frau bedeutet als Frau gelesen, Unruhe stiften, Ausschreitungen. Der logische Spiegel, aus dem logischen Spiegel kommen diese ganzen Bilder, die du machst und dann der Wildesel, wie Elit. Umformen, das sind jetzt die Perspektiven, die ich die ganze Zeit anspreche. Mhm. Also das System, wie gesagt, da geht es um unendlich viel Wissen, das aber so zusammengezippt ist, dass du ohne Probleme mit einem kleinen Grundsatz entfalten kannst. Du musst nicht jedes Wort nachschauen. Es würde reichen, wenn du rot-blau liest und ständig die Farben veränderst und dich inspirieren lässt. Dazu brauchst du Intuition. Das heißt, du musst deine innerste Quelle anzapfen. Dass ich jetzt immer wieder sage, wenn wir jetzt die großen Denker, die deutschen Denker an Goethe, in der Physik an Heisenberg und so weiter denken, einen Platon, einen Sokrates, wo haben die ihr ganzes Wissen her? Die haben ihre Intuition angezapft. Das heißt, die haben das von dem, der ihnen das eingegeben hat, der sie erschaffen hat. Aber wer erschafft jetzt den Heisenberg? Jetzt in dem Moment. Wer erschafft den Platon? Den Goethe. Wer erschafft ihn jetzt? Der, der sich jetzt den Goethe ausdenkt. Und der sich denkt, das ist ja ganz großer Denker. Das ist zum Beispiel der Rudolf Steiner, so weit mit seinem Goetheanum hinter Basel. Bitte nochmal, das der war Rudolf jetzt Steiner, so ein großer Denker war er noch nicht. Der war ein großer Bewunderer von Goethe. Er hat einen Gedanken, den er erschaffen hat, wo er sagt, das ist ein großer Denker. Mhm. Vollkommen unbewusst erschaffen hat, hat er bewundert. Mhm. Du musst einen Gedanken von dir nicht bewundern. Ich will nicht, dass du den Udo, den du dir jetzt ausdenkst, bewunderst. Ja. Es wird mir reichen, wenn du das respektierst, was ich dir durch den Udo mitteile. Ansonsten reicht es mir, wenn du dem Udo das tust, was du möchtest, dass er dir tut, wenn du in einer misslichen Lage bist, dass du das auch für den Udo tust. Da beginnt dann die Brüderlichkeit in dem Brudo. Mhm. Mhm. Bruder. Mhm. Mhm. B-Udo-R. Im Udo sind die Berechnungen. Das ist dein Bruder. Mhm. Ich bin der Erste. Mhm. Ob du das glaubst oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Was du aber verstehen solltest, ist, dass ich behaupte, dass ich du bin. Mhm. Das ist die eigentliche Botschaft. Die göttliche Botschaft, nicht das Fleisch, das dich einhüllt. Mhm. Jetzt lass mal es gut sein. Das glaube ich, war jetzt einmal ein komplexer, dass du dich nicht zu Tode langweilst, wenn du sagst, ich wiederhole ja immer dasselbe. Wobei du jetzt alles eigentlich schon zigfach gesagt war. Bloß jetzt einmal in einen Kontext gefasst. Mhm. Also spielen wir gut. Noch eine Runde Brüdel. Vielen Dank, gut. Danke, ciao.